Herzlich willkommen zu diesem heutigen Wochengruß 23.17, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist ein ganz eigenartiges Gefühl, dass Ralf diesen Wochengruß nicht ankündigt, sondern ich. Ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit oder so. Ja, auf jeden Fall. Weil ja sonst doch Ralf immer den Wochengruß führt, aber jetzt, ja, der Running Gag, Ralf hat Urlaub. Stimmt heute tatsächlich. Heute tatsächlich, genau. Sodass wir heute mal aus der Jablonski-Straße einen kleinen Gruß schicken. Und du hast ja heute und gestern das Teilewochenende vom Practitioner gehalten. Mhm. Vielleicht erzählst du mal einen kleinen Eindruck. Genau, also wir sind hier das Team heute aus der Jablonski-Straße für das Teilewochenende, das Practitioner-Wochenende. Und wir haben Teilearbeit gemacht und ihr seht hier auch im Hintergrund sogar noch ein paar Flipcharts. Wir haben uns mit Six-Step-Reframing beschäftigt, mit Verhandlungs-Reframing, also mit der Arbeit mit einem Anteil, mit zwei Anteilen, wo eine Verhandlung, internale Verhandlung geführt wird. Wir haben Selbstintegration nach Virginia Satir gemacht, wo man seine Teile aufzeichnet, denen Namen gibt, Eigenschaften zuordnet und einfach auch mal schaut, wie so die Beziehungen zueinander sind. Und dann haben wir heute wirklich als absoluten Paradepunkt hatten wir hier eine Partsparty mit vier Kameras. Partsparty bedeutet, dass die internale Aufstellung, die Selbstintegration mit Stellvertretern durchgeführt wird. Und das hatten wir hier im Raum, sodass unsere Zoom-Gruppe auch dabei sein konnte und das Ganze auf Zoom mit vier Kameras mitverfolgen konnte. Also es war ganz fantastisch. Ein tolles Wochenende. Wir hatten gute Stimmung. Also bis vor kurzem waren hier noch unsere Teilnehmer, haben laut gelacht. Also war ganz, ganz, ganz schöne Stimmung. Und ja, auch ein bisschen chaotisch zum Teil, wie sich das gehört für so systemische Themen. Ja, also es war. Aber ich fand, wir waren ja heute doch eine relativ, heute und gestern eine relativ große Assistentengruppe. Wir haben ja jetzt zwei Neuzugänge sogar an diesem Wochenende, den Pascal und die Jade, die, finde ich, fürs erste Wochenende einen richtig guten Job gemacht haben. Vielleicht kann Pascal da ja aus der Perspektive des Neulings in seiner neuen Perspektive auch mal ein paar Worte zum Wochenende sagen. Ja, sehr gerne, Dankeschön. Ich fand auch, also für mich war es sehr spannend, mal aus der Meta-Meta-Position die Gruppe zu betrachten. Ich fand, wir hatten wirklich eine klasse Gruppe hier vor Ort, aber auch auf Zoom. Die haben super mitgearbeitet oder haben super auch miteinander den Umgang. Das fand ich sehr schön zu sehen, genau. Auch sehr spannend, dich zu sehen als Trainerin. Danke. Und auch die Partsparty fand ich wirklich, das war ein Genuss mit anzusehen und auch mitzumachen. Ja. Ja, und Matthias ist ja schon lange Assistent, aber auch das erste Wochenende jetzt seit längerem mal wieder im Practitioner, ne? Richtig, ganz genau. Und es war auch gleich ganz spannend. Erste Practitioner-Wochenende seit langem, diesmal mit Dagmar zum Start. Diesmal kam ein bisschen Handlungsenergie mit rein und es ist doch erstaunlich, wie man auch, sagen wir mal, möglicherweise so ein bisschen vertrödelt oder Zeit, die auf einmal irgendwie weg war, wieder aufholen kann. Liegt natürlich an einem Handlungstypen irgendwie, dann kann man auch verlorene Zeit wieder aufholen, völlig klar so, ne? Und gerade auch nochmal zum Thema zu den Teilen und der Arbeit mit Teilen fand ich total spannend, dass wenn man im Prinzip, also jedes Problem kann man ja quasi als Teil in irgendeiner Form verorten und dass, wenn die nicht so gut miteinander können, zwei Teile zum Beispiel, dass man dann einfach denen Ressourcen geben kann, beziehungsweise die können dann auch Ressourcen untereinander austauschen und auf einmal werden aus Feinden Freunde und das ist doch immer wieder sehr spannend zu sehen, was da an Veränderung möglich ist. Genau. Wolltest du? Gut. Okay. Möchtest du? Genau. Ansonsten übernehme ich jetzt quasi mal Ralfs traditionelle Aufgabe und ja, führen vielleicht noch mal so ein paar Sachen an, die jetzt in der Vergangenheit waren und die jetzt auch in der Zukunft kommen. Vor allen Dingen, die Zukunft ist ja für uns eigentlich immer ganz spannend. Weil für uns Handlungstypen. Für uns Handlungstypen. Weil nächste Woche tatsächlich ein Event ist, wo man, glaube ich, mal drüber reden muss, weil beim letzten Start des Blogs hatte ich schon den Eindruck, das haben gar nicht so viele mitbekommen, dass wir ja immer wieder eine Pause mit unseren Studio Jablonski-Webinaren gemacht haben. Mhm. Und jetzt nächste Woche eben der nächste achtwöchige Blog startet von unseren Webinaren.
Da werde ich den Einstieg machen mit dem Thema Flirten, weil wir haben ja allgemein das uns jetzt auf die Fahne geschrieben. Beim letzten Mal haben wir ja zu jedem Webinar Woche für Woche ein Practitioner-Wochenende vorgestellt, um euch eben auch mal einen kleinen Eindruck zu hinter die Kulissen zu liefern, wie läuft denn hier so ein Practitioner-Wochenende überhaupt ab, was gibt es denn da für Themen, wie kann man sich denn das vorstellen? Und logischerweise machen wir jetzt halt weiter mit den Masterwochenenden. Und ich habe halt das Masterwochenende der fortgeschrittenen Arbeit zu den logischen Ebenen gewählt und dachte, da ist das Thema Flirten vielleicht auch für, egal ob man jetzt als jemand, der da was lernen möchte oder nicht. Also nicht das Flirten ist Masterinhalt, sondern die logischen Ebenen. Die logischen Ebenen sind Masterinhalt, die ich eben am Beispiel des Themas Flirten quasi auf allen Ebenen mal durchkonjugieren will. Sehr alltagstauglich. Finde ich auch. Weil Flirten kann man alltäglich. Auch im Alltag. Nicht nur in der Masterausbildung. Ganz genau. Ich weiß gar nicht, was nächste Woche für ein Podcast kommt. Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ist egal, es kommt. Hört auf jeden Fall rein, es kommt ein Podcast. Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Matthias, machst du die traditionelle Aufgabe desjenigen, der die Kamera ausmacht? Gerne. Gerne. Du weißt jetzt gleich mal rein. Wir winken jetzt schon mal. Tschüss.